Willkommen zur 85. Matrix-Wissen-Runde. Heute haben wir Frank zu Gast. Frank ist seit über 30 Jahren Risikoanalyst, Konzeptentwickler und Hobbyphilosoph. Als sich Frank im Jahr 2014 mit der Vielfalt paranormaler Phänomene auseinandersetzte, wurde er in seiner atheistischen und naturwissenschaftlichen Grundausrichtung derart herausgefordert, dass er sich gezwungen sah, sein Weltbild zu erweitern. Inspiriert von Burkhard Heim hat er seither ein Weltbild entwickelt, das er das intentionale Multiversum nennt und in einem über 200 Seiten starken Entwurf festgehalten hat, den wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Für die heutige Runde wird uns Frank einen Einblick in seine Überlegungen gewähren und anschließend für unsere Fragen zur Verfügung stehen. Lieber Frank, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ihr seid ja eine erlauchte Runde, die sich schwer damit beschäftigt, rauszufinden, wie die Welt funktioniert. Und ja, da habt ihr große Köpfe und große Professoren und berühmte Journalisten schon an Bord gehabt. Da bin ich das kleinste Licht von allen. Nichtsdestotrotz, denke ich, habe ich auch interessante Inspiration für die Grübler und Suchenden. Und darüber können wir heute reden. Ihr habt ja verlinkt diese Seite www.fraktale-welt.de und dort sieht man, dass ich mein Weltbild, also das Weltbild, das ich mir erarbeitet habe, das intentionale Multiversum nenne. Das drückt dann auch eigentlich das Wichtigste aus, aber wir gehen mal noch auf ein paar Besonderheiten ein. Ich muss tatsächlich sagen, relevant war für mich gewesen, dass ich glaubte, die Welt zu kennen und hatte dann so 2014 die Situation, dass mir wirklich langweilig war und ich keine Herausforderungen mehr für den Intellekt hatte. Und habe damals dann ja, YouTube für mich entdeckt. Und da habe ich so komische Videos gesehen von UFOs und dachte da, na Gott, die Leute glauben diesen Scheiß. Sieht man doch gleich, dass das ein Fake ist. Und bin dann über so eine Pressekonferenz gestolpert im Internet, im National Press Club in Washington. Da hatte der Robert Fleischer von Exopolitik so 10 Minuten so einen Ausschnitt im Netz gehabt. Und die volle Version gab es dann auf seiner Plattform. Ich glaube, die hieß damals exopolitik.org oder sowas. Keine Ahnung. Heute ist es Exomagazin. Und da gab es dann die ganze Pressekonferenz. Und ich war dann dort beigetreten in diesem ja, Portal. Und da gab es dann Themen von allen möglichen Sachen. Von Inkarnation über instrumentelle Transkommunikation, also ganz, ganz viele Sachen verschiedenster Art. Und alle diese Aufzeichnungen, die er dort hatte, also das waren Konferenzmitschnitte, Interviews, Dokumentarfilme, hatten auf mich den Eindruck gemacht, dass das keine Spinner sind, sondern dass da echte Erlebnisse, echte Erfahrungen, echte Phänomene hinterstecken. Und das war so für mich der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, okay, da muss ich wohl mein Weltbild erweitern. Und so fing das Ganze an, dass ich gedacht habe, dann will ich es doch mal verstehen, habe mir die Sachen dann näher angeschaut, habe versucht, zu verstehen, habe versucht, Strukturen zu erkennen. Und beruflich ist bei mir tatsächlich so, dass ich meine, jetzt bin ich Risikoanalyst, ich habe viele Sachen gemacht im Leben, aber was mich immer begleitet hat, war Problemlösung. Das heißt, es gibt irgendwo ein Problem und dann hieß es, Frank, mach mal. Das heißt, ich musste mich erstmal damit beschäftigen, versuchen, die Strukturen zu erkennen, sie dann irgendwie sortieren und dann auch so weit aggregieren, dass ich daraus eine Lösung heraus abarbeiten konnte. Und das wurde dann eigentlich immer mehr, sodass ich dann angefangen habe, weil ich es mir nicht mehr merken konnte, zu welchen Erkenntnissen ich überall gekommen bin, dass ich dann angefangen habe, diesen Draft zu starten, wo ich dann den ersten Entwurf, das waren so 90% dessen, was wir jetzt sehen, auf der Seite fraktale-welt.de,
sodass ich dann innerhalb von 2 Jahren, also von 2014 bis 2016, dann das Konstrukt so weit zusammen hatte, wo ich dann meine Gedanken, meine Erkenntnisse immer mehr abgelegt habe, um dann bei Bedarf immer noch mal nachschlagen zu können, inwiefern ich die ein oder anderen fertig hatte, damit ich nicht immer wieder von vorne anfange. Und 2016 habe ich es dann öffentlich gestellt, zur Inspiration für andere, die vielleicht hier und dort noch Ideen sammeln. Und ich denke, eins ist ganz wichtig, und dazu mache ich mal ein Bild auf. Mal sehen, ob mir das technisch gelingt. So, ich glaube, ich habe das Feedback, dass das Bild jetzt ist. Was wir hier im Hintergrund sehen, hinter diesen schwarzen Flecken und Linien, das ist ein Bild. Also eigentlich ist das jetzt in dem, was ich gerade besprechen möchte, soll das mal die Welt darstellen. Und die Struktur, die man da drüber sieht, ist ein bisschen verwischt. Das ist die Struktur von dem Puzzle. Ihr kennt ja alle diese Puzzles mit diesen verschiedenen Steinchen. Hier sind die Steinchen nicht gleichartig, sondern verschieden groß, teilweise verschieden gestaltet. Und einige Stellen sind gar nicht abgedeckt. Was das zum Ausdruck bringen soll, ist, wenn man versucht, sich ein Bild von der Welt zu machen, wenn man versucht, die Welt zu erkennen, dann macht man das eigentlich immer nur ausschnittsweise. Ja? Also der Mensch, aber eigentlich auch die Tiere denken vermutlich nicht so darüber nach, aber im Prinzip, wir nehmen die Welt, nee, nicht wir nehmen die Welt wahr, sondern wir erkennen die Welt, wir verstehen die Welt darüber, dass wir uns von bestimmten Teilen, von bestimmten Ausschnitten, die wir gerade erleben, eine Erfahrung sammeln. Und diese Erfahrung ist zunächst erstmal das Muster für eine nächste ähnliche Situation. Und so sammelt man Erfahrung für Erfahrung und sammelt dann Muster für Muster. Also man setzt im Prinzip sein Weltbild aus vielen kleinen Elementen zusammen, die jeweils bestimmte Themenbereiche bedecken, mehr oder weniger abdecken. Und aus diesen Erfahrungen, ich nenne das halt Weltbild, weil, oder gerne nenne ich es auch Modell. Das heißt, man hat dann von unterschiedlichen Themengebieten, die man im Leben hat, hat man dann ein gewisses inneres Modell. Und aus dem leitet man dann ab, was wirkungsvoll ist und was nicht funktioniert. Und dieses Bild hier soll eigentlich zeigen, dass die gesamte Welt eigentlich immer nur über kleine Ausschnitte, über kleine Puzzlesteine abgebildet wird. Und man das Ganze in der Regel erst sieht, wenn man weiter rauszoomt. Erst dann bekommt man ein Gefühl dafür, was denn das große Ganze ist. Und es ist schon der erste Aspekt einer fraktalen Welt, nämlich fraktal im Sinne von, die Elemente wiederholen sich immer wieder im Großen wie im Kleinen, rechts wie links, oben wie unten. Das heißt, wir nehmen die Welt eigentlich auch als fraktal dar. Und diese Muster helfen uns dann, die Welt zu verstehen. Die Wissenschaft macht es übrigens nicht anders. Die Wissenschaft, zumindest heute, wo wir nicht mehr diese Generalgenies haben, die Wissenschaft zergliedert die Welt in bestimmte Teilbereiche. Das sind dann die Wissenschaftsgebiete, was ich, Mathe, Physik, Chemie, Biologie und so weiter. Innerhalb dieser Bereiche gibt es dann weitere Untergliederungen. Jeder Untergliederung ist dann immer ein so ein Mosaikstein, das auch wieder mit Modellen arbeitet. Aber genau das machen wir selber auch, wenn wir versuchen, die Welt zu verstehen. Und eine meiner ersten Erkenntnisse ist gewesen, also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ich werde euch vermutlich keine Weisheiten bringen können, die ihr nicht irgendwie selber schon geahnt habt, aber in meinem Weltbild haben sie halt Methode. So, das heißt, das Erste, worüber ich gestolpert bin, ist, dass die Welt aus Mustern aufgebaut ist. Ja, und dann war für mich die Frage, ist die Welt
zufälligen Mustern oder habe ich zufällig Muster wahrgenommen oder ist das ein Grundprinzip der Welt? Und wenn man darüber nachdenkt, kommt man eigentlich zu dem Schluss, nur dadurch, dass die Welt überhaupt aus Mustern besteht, die sich immer wiederholen oder die sich wiederholen, ist sie überhaupt für uns erkennbar, interpretierbar und orientierbar. Ja, das bedeutet, dadurch, dass wir Erfahrungen aus einer vorherigen Situation in einer späteren Situation anwenden können, nur dadurch sind wir überhaupt handlungsfähig. Das bedeutet aber, wenn das funktioniert, dass eine vorherige Erfahrung zu einer späteren Situation passt, dann bedeutet das, dass hier Muster am Wirken sind. Die meisten Muster, wenn man an Fraktale denkt, kennt man natürlich aus der Natur. Da gibt es eine ganze Reihe von Pflanzen, von Tieren, von Zoomstufen, wo man dann bestimmte Muster immer wieder erkennt. Weiß ich hier, Sonnenblume, Brokkoli und na, Brokkoli nicht. Gibt es so einen anderen Kohl, der so ein komisches Erscheinungsform hat, kann ich jetzt gerade nicht beschreiben, kenne den Namen nicht. Aber wichtig war für mich die Erkenntnis, dass die Welt wirklich aus sich wiederholenden Mustern besteht. Und das Erkennen der Welt läuft dann, aus meiner Sicht zumindest, über die Transferleistung. Das heißt, man nimmt eine Erfahrung aus einer Situation oder aus einem Erkenntnisbereich und versucht die in einem anderen anzuwenden. Ja, und im täglichen Sprachgebrauch, wenn wir nicht gerade wissenschaftlich unterwegs sind, sondern persönlich, privat, mit Freunden, dann klingt das so wie, ach, das ist ja wie. Das ist ja genauso wie dort oder das verhält sich ja genauso wie jenes. Und daran erkennen wir, dass wir gerade dabei sind, irgendeine Transferleistung zu machen. Das heißt, wir schließen von einem Ursache-Wirkungszusammenhang auf einen anderen. Und genau das habe ich auch getan. Das heißt, ich habe beobachtet, was es so für Wirkungsursacheverhältnisse gibt, habe dann versucht zu schlussfolgern und habe dann auf Ursachen gewartet, um zu schauen, ob dann eine Wirkung eintritt, die zu dieser Ursache aus den vorherigen Erfahrungen gepasst hat. Und auf diese Weise habe ich dann ständig mein Weltbild immer wieder angepasst und habe dann Sachen herausgearbeitet, die zumindest für meine Begriffe hinter viele Kulissen schauen, die bei den allermeisten Weltbildern nicht beiseite geschoben werden. Komme ich gleich nochmal zu. Und insofern ist mein Weltbild eigentlich eines, was dann doch auf einer So, bei mir ist der Frank weg. Ist eingefroren, bei euch auch? haben, das sind dann Zoomstufen weiter unten, weil um dann eine ganz genaue Ursache-Wirkungsbeziehung beschreiben zu können, dann braucht es natürlich auch wieder mehr Konkretheit. Okay. Intentionale Multiversum so im großen Ganzen darstellen, sondern anlassbezogen. Denn wenn wir über ein bestimmtes Thema sprechen, dann komme ich da eh nicht drum herum, die Zusammenhänge offen zu legen, die ich für relevant halte aus den Erkenntnissen von mir heraus. Ich würde mal drei Themen vorgeben und dann könnt ihr euch eins aussuchen, worüber wir sprechen können. Es sind Themen, von denen ich glaube, dass sie von vielen nicht so richtig berührt werden. Ich nehme mal, also ich habe drei Themen mir ausgewählt. Thema 1,
wie Naturgesetze entstanden sind. Thema 2, wie wichtig Fehler für das Funktionieren der Welt sind. Oder Thema 3, wie weit Bewusstsein verbreitet ist. Also Naturgesetze, Fehler, Bewusstsein. Okay, ja, ich sehe auch viel eins. Gut, dann reden wir über Naturgesetze und da hat auch jemand auf den Kohl hingewiesen, das war Romanesco mit diesen fraktalen Strukturen. Danke für den Hinweis. Okay, das Thema Naturgesetze. Ja, in den meisten Weltbildern ist es so, dass die Naturgesetze, dass man glaubt, dass die Naturgesetze einfach da gewesen sind. Nach meiner Kenntnis ist das nicht so und es ist auch eigentlich das beste Thema, um das Weltbild weiter vorzustellen. Ich glaube, man muss damit anfangen, wie die Welt entstanden ist. Ich sage mal nach meiner Meinung. Und dabei lehne ich mich natürlich weitgehend an das Weltbild von Burkhard Heim an. Und bei Burkhard Heim, ich muss dazu zusagen, das Weltbild kennengelernt zunächst über die Interviews, die der Illo Brandt von Ludwiger bei Krop FM, bei Tarek präsentiert hatte und dann später aus zwei Büchern, die Illo Brandt von Ludwiger darüber geschrieben hatte. Und die Entstehung der Welt wird bei Burkhard Heim, also für die, die jetzt von Burkhard Heim noch nichts wissen, was ja auch passieren kann, Burkhard Heim hatte versucht, die physikalische Welt, die aus Teilchen besteht, mathematisch so zusammenzuführen, dass er zu einem Modellsystem gekommen ist, aus dem heraus er alle bekannten Elemente rechnen konnte in Bezug auf ihre Ladung. Also die Masse der Teilchen wird ja nicht in Kilogramm gemessen, sondern in Ladung, ich glaube in Mikroelektronenvolt oder sowas. Da hat er ein System, eine neue Mathematik entwickelt, die er dafür anwenden konnte. Neue Mathematik, wem das nicht sagt, das ist ungefähr so wie wenn jemand das allererste Mal die Logarithmusfunktion oder die Integralfunktion entwickelt hat, da hat man auch quasi eine neue Mathematik entwickelt. Burkhard Heim hatte auch neue mathematische Ansätze entwickelt, mit denen er das dann ausrechnen konnte. Interessanterweise auch Teilchen, die es noch nicht gab, die man dann später zum Teil gefunden hat. Zum Teil warten die noch auf ihre Entdeckung. Aber im Rahmen seiner mathematischen Erkundungen kam er zu dem Schluss, dass die Welt nicht als Urknall entstanden ist, sondern auf eine andere Weise, nämlich zunächst über die Entwicklung einer vormateriellen, sage ich mal, Basis. Und zwar war es bei ihm so gewesen, dass es ein Urteilchen gegeben hat. Ne, Urteilchen kann man nicht sagen. Er sagt halt Metron dazu. Ich nenne es jetzt mal Teilchen, auch wenn es halt physikalisch falsch ist. Aber Metron sagt den Leuten ja dann auch wieder nichts. Es gab halt dieses eine kleine Teilchen. Und dieses hat sich dann verdoppelt. Hat sich, also im Prinzip, hat er herausgefunden, aus der Welt dadurch entwickelt oder dadurch entsteht, dass ausgehend von dem allerersten, ich nenne es jetzt mal nicht Teilchen, auch wenn es ein blöder Begriff ist, aber es ist halt kein Teilchen, gehen vom ersten Nicht-Teilchen hat sich dieses dann verdoppelt und dann wieder verdoppelt und dann wieder verdoppelt und dann wieder verdoppelt. Das heißt, so ist erstmal dieser vormaterielle Zustand der Welt expandiert und diese Metrone, diese kleinen Nicht-Teilchen, haben offenbar eine gewisse Unregelmäßigkeit, aber
Und das hat dazu geführt, dass ab einer bestimmten Expansion, ab einer bestimmten Anzahl an diesen Metronen, ab einer bestimmten, ich sag mal, Koloniegröße, man kann sich vielleicht ein bisschen wie ein Ball vorstellen, aber nicht dadurch, dass er aufgepumpt wird, sondern da Flächen auf seiner Außenseite immer mehr sich zerteilen und dann vervielfachen. Und das ging offenbar bis zu einer bestimmten Anzahl gut. Und dann gab es den Moment, wo aufgrund der Replikation, der wiederholten Vervielfältigung plötzlich nicht mehr alle Teilchen an allen Seiten zusammengepasst haben. Bis dahin, sage ich mal, wenn wir das Bild Fußball nehmen, haben die immer so schön zusammengepasst, dass jedes an jeder Seite dann seine Nachbarn hatte. Aber ab einem bestimmten Moment war das nicht mehr so. Das heißt, da gab es Teilchen, die haben entweder, wenn wir mal bei der Idee von einem Puzzleteilchen bleiben, das heißt, die haben entweder so gepasst oder die haben so gepasst, aber die haben nicht gleichzeitig nach allen Seiten gepasst. Ich muss mich hier dieser Metapher bedienen. Dass solche Teilchen ins Schwingen gekommen sind, entweder hier oder da, entweder hier oder da oder hier oder da oder hier oder da. Und die benachbarten Teilchen haben dann irgendwie auch versucht, sich anzupassen, ja. Das heißt, die haben da dann gemeinsam angefangen zu schwingen. Und da hat Pokertime ausgerechnet, dass es nur eine ganz begrenzte Anzahl, ich glaube 6 Varianten gab, wie die schwingen konnten. Und daraus, und diese Schwingungen, das waren dann die ersten Strukturbrüche in diesem vormateriellen Zustand. Und diese Strukturbrüche, das waren dann die ersten Teilchen, aus denen sich dann später, nicht, also aus denen, wie soll man sagen, aus denen sich dann die Quanten und so zusammengesetzt haben. Also das ist quasi die kleinste Einheit. Das sind die Teilchen. Und so hat er gemerkt, diese Strukturbrüche, das ist das, was wir dann als Materie empfunden haben. Ja, Materie oder Energie. Bis dahin war alles nichts gewesen. Also so wie auf dem weißen Blatt Papier. Auf dem weißen Blatt Papier würde man auch sagen, da ist nichts, auch obwohl es etwas ist. Wenn man dort aber mit einer Münze drauf rumrollt und kräftig drückt, dann sieht man plötzlich Strukturbrüche. Und wenn das Licht dann schräg kommt, dann kann man die erkennen. Und plötzlich ist dort was. Und dann sagt man, ach, dort ist ja was. Und vorher war dort nichts gewesen. Und es ist das gleiche Material, nur dass es eben Strukturbrüche sind. Und diese Strukturbrüche sind dann aus Sicht von Heim das gewesen, aus dem dann Materie und Energie entstanden ist. Und das war dann überall gleichzeitig im Universum, weil das mit dieser Expansion zusammenhing. Ja, das heißt, hier dieses Bild, was ich hier gerade eingeblendet habe, soll das verdeutlichen. Das heißt, man hatte vorher eine homogene, in dem Fall graue Schicht gehabt. Und dadurch, dass dann diese Schwingungen auftraten, sind dann die Strukturbrüche aufgetreten. Und das ist das, was man dann erstmal wahrnimmt. Aus meiner Sicht ist eben, ich hatte ja von diesem Urmetron gesprochen, oder zumindest von diesem allerersten Metron, das sich dann immer weiter vervielfältigt hat. Heim hatte eine besondere Aussage getroffen, die dann in den Werken von Illobrand von Ludwiger aus meiner Sicht nicht so viel Bedeutung beigemessen worden ist, weil Burkhard Heim eben dort auch nicht viel machen konnte, denn er hatte festgestellt, bei dem Rückrechnen kam er auf eine Formel, die drei reelle Nullstellen ergab. Und nur mit einer dieser reellen Nullstellen konnte er weiterrechnen, eben in Richtung Energie. Und nachdem ich zwei Bücher gelesen hatte von Illobrand von Ludwiger, hatte ich das Gefühl, da fehlen entscheidende Sachen.
Und deswegen bin ich nochmal zu dem Anfang zurückgegangen, zu diesen drei reellen Nullstellen. Für die, die mit reellen Nullstellen nichts anfangen können, das bedeutet einfach nur, wenn man eine Gleichung lösen will, dann gibt es drei mögliche Lösungen und nicht nur eine. Ja. Aber eine davon konnte er dann weiterverfolgen in Richtung Energie und Materie. Und ich habe mich gefragt, was fehlt denn eigentlich? Und dann blieb eigentlich nur noch übrig Information und Bewusstsein. Und habe dann festgestellt, Phänomene der Welt recht gut beschreiben kann, wenn mit dem Urmetron auch das Urinformationsfeld und das Urbewusstsein und mit der Teilung der Metrone, also mit dem Wachsen der Metrone, auch das Informationsfeld und das Bewusstsein mitgewachsen ist. Und in dem Maße, wie dann sich die Manifestationssphäre, also das Manifestationsfeld, in dem Maße, wie sich das ausdifferenziert hat, dann auch das Bewusstsein ausdifferenziert hat und auch das Informationsfeld eine zu diesen ausdifferenzierten Bewusstsein und Materie und Energie eine adäquate Struktur auch angenommen hat. Mit anderen Worten, meine Theorie ist dann geworden, dass das Manifestationsfeld, also dort, wo die physische oder auch die nicht physische, die feinstoffliche Welt entsteht, dass zusammen mit der Entwicklung dieser Manifestationssphäre auch das Informationsfeld und das Bewusstseinsfeld gewachsen und mitentwickelt hat, und zwar immer alles passend zusammen. Und damit stellte sich für mich dann auch die Erkenntnis ein, ganz am Anfang, als das erste Metron sich geteilt hatte, oder ganz am Anfang, als das Metron überhaupt entstanden war, gab es eigentlich ein, sag ich mal, ein minimales Bewusstsein, das kannte noch nicht viel. Das hatte wirklich nur die Erfahrung gehabt, ich bin gerade entstanden. Und im Informationsfeld gab es auch nur diese Information, dieses Metron ist gerade entstanden. Und was macht man, wenn man keine weitere Erfahrung hat, auf die man zurückgreifen kann? Man macht das, worauf man zurückgreifen kann, die Erfahrung, die man hat, man entsteht nochmal. Und das war dann der erste Teilungsschritt gewesen. Das heißt, hier hat sich das Metron geteilt und die Welt ist nochmal entstanden, dann halt ein Stückchen größer. In dem Moment hatten wir im Informationsfeld wieder diesen Eintrag gehabt. Hier hat sich was verdoppelt, hier hat sich was geteilt und repliziert. Und das Bewusstsein dazu hatte auch nur diese Erfahrung gehabt. Und das ging dann immer so weiter, bis zum ersten Symmetriebruch. Und beim ersten Symmetriebruch gab es eben die ersten Metrone, die anfingen zu schwingen. Und diese Information ist dann natürlich auch ins Informationsfeld aufgenommen worden. Und Metrone, die sich in der gleichen Situation dann befunden haben, wie das erste, das sich auf eine gewisse Weise bewegt oder geschwungen hat, die haben dann halt aus dem Informationsfeld auch genau diese Information herausgegriffen, nach dem Motto, okay, was mache ich denn nun in dieser verflixten Situation? Und haben dann aus dem Informationsfeld heraus die einzig schlüssige Anweisung bekommen, nämlich, ja, mach das halt so, wie das andere Metron, das in der gleichen Situation war, das vorher auch gemacht hat. Ja, und auf diese Weise haben sich dann Regeln, Verhaltensregeln rausgebildet, und damit stand im Prinzip schon das erste Naturgesetz. Ja, das heißt,
Ich mache jetzt einen großen Sprung. Das heißt, das Informationsfeld ist mitgewachsen mit der Expansion der Welt, mit der Expansion des Bewusstseins. Und immer wenn eine Situation schon einmal vorher da gewesen ist, dann wurde in der jetzigen Situation auf diese Erfahrung zurückgegriffen und das Folgeereignis, also die Folgesituation, war dann diese Situation, die unter den gleichen Umständen vorher auch schon gewesen ist. So, das heißt, wenn wir eine Situation, sagen wir mal von Elementen, von Atomen, Elektronen oder von energetischen Teilchen haben, die er gegeben hat. Und jetzt ist wieder eine so vergleichbare Situation, dann wird diese auch zum gleichen Ergebnis führen, weil im Informationsfeld all diese vorherigen Ereignisse, also Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge oder Ursache-Wirkungs-Ereignisse schon abgespeichert waren. Und wenn jetzt eine Ursache kommt, die vergleichbar ist, dann wird die auch zum vergleichbaren Ergebnis führen. Und dieses Phänomen führt dazu, dass viele Prozesse, die seit frühester Zeit des Universums sich immer wiederholen, dass diese Prozesse für uns berechenbar, vorhersehbar sind. Und wenn wir diese dann in Formeln packen können, dann sind das für uns Naturgesetze. Ja? Interessanterweise ist es so, dass eben Naturgesetze wirklich nur Wiederholungen sind von früheren Ereignissen, also sind Gewohnheiten. Und ob jetzt Naturgesetze verletzt werden oder nicht, das ist kein Thema des Naturgesetzes oder nicht, weil wir müssen uns darüber im Klaren sein, Gesetz ist ein menschliches Konstrukt, von dem wir sagen, das ist gesetzt, daran müssen wir uns halten. Und wenn dagegen wer verstößt, dann geht das gar nicht. Und bei der Natur muss es dann auch so sein. Die Natur muss sich daran halten und dagegen verstoßen geht gar nicht. Ja. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es in der Natur nur Gewohnheiten sind. Das heißt, unter gleichen Umständen kommen gleiche Ergebnisse raus. Und wenn die Umstände aber verschieden sind, dann kommen auch ungleiche Ergebnisse raus. Das bedeutet, immer dann, wenn wir davon ausgehen, dass ein Naturgesetz missachtet wurde, dann lagen eben nicht die gleichen Ursachen, nicht, es gab nicht die gleichen Ursachensetzungen, wie man es erwartet hatte, sondern es gab dann plötzlich irgendetwas anderes, was da sich mit eingemischt hat, was dann zu einem abweichenden Ergebnis geführt hat. Und das ist dann das Phänomen, das gegen Naturgesetze verstoßen wird. Wenn wir uns dann anschauen in Richtung Gesellschaft, in Richtung Biologie, also es gibt eine Reihe von Phänomenen oder von Ursache-Wirkungszusammenhängen, die nicht schon seit Beginn des Universums entstanden sind, weil sie eben Besonderheiten sind, die erst später, ich sag mal, ins Informationsfeld eingetragen wurden. Und bei gesellschaftlichen Zusammenhängen zum Beispiel sind das Situationen, die es erst gibt, seit es Gesellschaften gibt. Und deswegen gibt es eben nicht so viele Einträge über Ursache-Wirkungszusammenhänge, dass man zum Beispiel bei einer bestimmten Situation in der Gesellschaft diese Situation, so wie sie ist, genau schon einmal vorher hatte. Weil dann würde auch die gleiche Situation im Nachgang eintreten, sondern man findet im Informationsfeld dann vielleicht ähnliche Situationen und entsprechend sind die Ursache-Wirkungszusammenhänge in sozialen Gemeinschaften oder auch bei Tieren nicht immer so identisch, wie das bei sonstigen Naturgesetzen ist, sondern diese können zu doch sehr unterschiedlichen Ausgängen führen, weil der Input, also weil
weil die Voraussetzungen oder die Ursachensetzungen sich doch unterscheiden. Und gerade bei lebenden Systemen wie Gesellschaft, wie Menschen, wie Tiere, gibt es eben als besonderen zusätzlichen Faktor auch das menschliche oder tierische oder Kollektivbewusstsein, was natürlich auch ein Wirkungsparameter ist, der entscheidet, was dann eine Folgesituation ausmachen soll. Ja, das heißt, wenn wir in die Physik schauen, in die Chemie schauen, da finden wir sehr viel zuverlässige Ursache-Wirkungsbeziehungen, weil da schon sehr alte Gewohnheiten sind, die schon sehr viele vergleichbare oder gleiche Einträge im Informationsfeld haben. Ich nenne das dann eben auch Ereignisträgheit. Ja? Das heißt, wenn schon so viel drin ist, dann ist die Chance, dass genau das Gleiche wieder passiert, sehr groß. Wenn aber es diese Ereignisträgheit so noch nicht gibt, dann ist der Ausgang ungewisser oder abweichender. So viel erstmal zum Thema Naturgesetze. Eventuell haben sich da bei dem einen oder anderen Fragen aufgetan. Dann könnte ich anhand der Fragen noch weitere Ausführungen machen. Gut, dann schaue ich mal in die Runde. Gibt es schon erste Fragen von eurer Seite? Dann könnt ihr vielleicht mit dem Handzeichen das gerade signalisieren. Mir würde schon eine erste einfallen, Frank. Und zwar kam mir der Gedanke unweigerlich an Rupert Sheldrake mit seinen morphischen Feldern. Hast du dich mit dem auch befasst? Weil der ist ja zu ähnlichen Schlüssen gekommen, gerade in Bezug auf das, was du zuletzt erzählt hast. Sagen wir so, als ich mich mit meiner Weltbildarbeit beschäftigt habe, bin ich natürlich über viele Sachen gestolpert, wo ich gemerkt habe, ach, das kommt dir ja bekannt vor. Und insofern ist auch eine Beobachtung von mir, je öfter man, sage ich mal, auch von unterschiedlichen Richtungen etwas Ähnliches mitbekommt, umso dichter sollte man eigentlich an der Wahrheit sein. Ja? Das heißt, es gibt durchaus die Situation, dass viele verschiedene Denker zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen. Und dann kann es sein, dass es tatsächlich auch so ist. Gut, wir haben von Ingeborg eine weitere Frage. Ja, genau. Vielen Dank, Frank. Du erklärst alles wirklich sehr präzise, sehr klar. Man kann dir wirklich gut folgen. Mir ist aufgefallen, du wolltest ja als anderes Thema auch das Thema Fehler bearbeiten. Das hat leider keine Mehrheit gefunden, aber ich habe in deinen bisherigen Ausführungen schon eben mehrfach das entdeckt, dass zum Beispiel Symmetriebruch oder Strukturbrüche die Sache erst ins Rollen bringen. Und das sind ja aus meiner Sicht dann auch Fehler. Liege ich da richtig? Und könntest du auf die Rolle dieser Fehler im Prozess der Entstehung dieser Muster vielleicht ein bisschen näher eingehen? Danke, Ingeborg. Ja, der Strukturbruch war der erste und wichtigste Fehler überhaupt, der der Welt passieren konnte. Also insofern, ja, denke ich, bist du auf der richtigen Spur. Das Thema Fehler hat in der heutigen Zeit einen etwas anderen Touch. Wenn man positiv damit umgehen möchte, dann hört man eigentlich nur, man soll aus Fehlern lernen oder man muss aus Fehlern lernen. Mehr Positives fällt den Leuten meistens aber nicht ein. Meine Beobachtung hingegen ist, dass Fehler, ich sage das gerne so, Fehler ist der Kitt, der die Welt zusammenhält. Ja, du siehst das hier auch an diesem Bild. Wir haben hier, ich glaube, das ist eine Asphaltoberfläche oder ein Putz oder sowas, der dann ausgetrocknet ist. Und sich zusammengezogen hat. Ja, das heißt, wir haben hier einige Naturgesetze, die ja am Wirken sind. Und die haben sich insgesamt nur dadurch miteinander kombinieren lassen,
dass die einen Sachen sich zusammengezogen haben und dann an den Nahtstellen oder an den Bruchstellen die Bindekräfte der Moleküle oder der Atome, also eher der Moleküle, nicht stark genug waren, um das zu halten an den Stellen, und dort ist es dann gerissen. Und da wiederum wirken auch wieder die Naturgesetze, nämlich wie stark sind die Bindungen zwischen den Molekülen, um eine Gemeinsamkeit zusammenhalten zu können, oder wenn die überschritten werden, dann reißt es. Und das ist eben so ein Punkt, wenn wir über Fehler reden, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es in der Natur quasi keine Fehler gibt, sondern dass Fehler ein gedankliches Konstrukt der Menschen ist, nämlich immer dann, wenn etwas negativ Unerwartetes passiert. Wenn etwas Positives passiert, habe ich kaum einen Menschen gehört, der sagt, Mensch, was war denn das für ein Fehler? Da wird dann eher gesagt, na, da haben wir aber Glück gehabt. Fehler ist eigentlich immer dann angesagt, wenn etwas Unerwartetes passiert oder wenn etwas passiert, das gegen die Erwartungen ist und aber dann eben auch als schädlich oder als unschön empfunden wird. Ja, der klassische Fehler zum Beispiel bei Porzellan ist, dass ein Porzellan kann so einen Riss kriegen, in der Schüssel zum Beispiel. Und früher hat man gesagt, also vielleicht haben es nicht alle gesagt, aber meine Oma hat gesagt, ach, die Schüssel mit dem Sprung, die hält am längsten. Und was ist der Grund dafür? Die Schüssel, die einen Sprung hat, die hat durch irgendeinen kleinen Auslöser es schon geschafft, innere Spannungen in dieser Porzellanstruktur aufzulösen. Durch diesen kleinen Sprung hat diese Schüssel jetzt ein ausgeglichenes Spannungsverhältnis, also wir reden jetzt hier über mechanische Spannungen, zwischen allen Molekülen in dieser Schüssel, sodass die ziemlich stabil ist. Wohingegen eine Schüssel, die vielleicht diesen Schritt noch nicht gegangen ist, hat eventuell eine so starke Spannung an der einen Stelle oder an der einen oder anderen Stelle. Und wenn dann mal ein Löffel reinfällt, dann kann die Spannung sich so entladen, dass die Schüssel dann wirklich kaputt geht. Ja. Wenn wir in andere Phänomene schauen, also Fehler haben wir ja meistens immer dort, wo der Mensch mitwirkt. Wenn wir in die Natur reinschauen, sprechen wir selten von Fehlern, weil wir da nicht immer so viel Erwartung reinsetzen, es sei denn, wir sind Landwirte oder Förster oder sowas. Aber wenn wir in die menschliche Gesellschaft hineinschauen, zum Beispiel in den Produktionsprozess, und dort, sagen wir mal, da gibt es einen Produktionsprozess, da müssen 10 Schrauben reingedreht werden, es sind nur 9 Schrauben da, dann ist das ein Fehler. Ja? Wir ihn als Fehler sehen, weil entweder bei der Anlieferung ein Fehler passiert ist oder bei der Planung ein Fehler passiert ist oder bei der Produktionsvorbereitung ein Fehler passiert ist, weil eigentlich an der Stelle sollte man 10 Schrauben reindrehen und 9 stehen nur zur Verfügung. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter 9 Schrauben reindreht, die 10. lässt er eben draußen, weil er sie nicht hat. Mit 9 Schrauben raus statt mit 10. Und vielleicht funktioniert es trotzdem. Ja. In dem Falle ist dann der Fehler, dass dieses Gerät mit 9 Schrauben rausgegangen ist, nicht so dramatisch, und vermutlich wird der Benutzer es gar nicht merken, dass da eine Schraube fehlt. Und insofern ist man hier, zumindest bei diesem Beispiel, ist man trotzdem zu einem Ergebnis gekommen, und das Bindeglied war gewesen, dass man dieses Gerät eben auch mit 9 Schrauben ausliefern konnte oder dass es mit 9 Schrauben ausreichend
einsatzfähig ist. Weshalb es zu dieser Fehlleistung am Anfang gekommen ist, ja, ist eine ähnliche Situation. Das heißt, an irgendeiner Stelle, ich nehme mal an, oder ich unterstelle jetzt mal, dass es hier für die Bereitstellung der Schrauben irgendeinen Zählmechanismus gibt. Und bei diesem Zählmechanismus hatte irgendwas nicht gestimmt. Das heißt, da hatte der Zählmechanismus entweder schon eine Fehlkonstruktion, sodass da was verklemmen konnte, sodass dann, was ich, in der nächsten Dose für ein anderes Gerät sind dann 11 Schrauben drin. Davon wird dann die eine einfach beiseite gelegt. Oder es gab schon einen Planungsfehler. Das heißt, irgendwo in dieser ganzen Kette ist immer was passiert, aber es ist trotzdem weitergelaufen. Ja, und dass dieses passiert ist, dass es nur 9 Schrauben waren, hatte garantiert auch seinen Grund gehabt, weil sonst wäre es nicht passiert. Und damit ist der ganze Prozess dann trotzdem, wie soll ich sagen, abgelaufen. Ja, das heißt, nicht jeder ist auch wirklich ein Drama. Ja, das heißt, häufig ist es so, dass die Fehler wirklich der Kitt sind, der Unzulänglichkeiten überbrückt. Das heißt, man hat zwischen zwei Situationen, ich sage mal rechts und links oder oben und unten oder vorher, nachher, zwischen zwei Situationen gibt es keine perfekte Passgenauigkeit. Und über den Fehler wird dann trotzdem etwas passend gemacht, was sonst nicht zusammengepasst hätte. Und das finden wir insbesondere in der dynamischen Welt, also gerade bei, also dort, wo dynamische Gleichgewichte oder Dynamik, finden wir das sehr häufig, diese Art von Fehlern. Wie gesagt, in der Natur sieht das dann aus wie ein Bruch oder sowas Ähnliches. Und in der Gesellschaft nennt man es halt häufig Fehler, ja. Ihr könnt gerne mit Fragen weiter präzisieren, bevor ich hier zu viel rede. Ja, Ingeborg, hast du dazu noch eine Rückfrage oder ist es okay für dich? Nein, ist beantwortet. Vielen Dank. Okay. Ich sehe zurzeit gerade keine weitere Frage, dann würde ich einfach noch eine hinterher schießen. Und zwar war ja der Ausgangspunkt deiner ganzen Überlegung die Konfrontation mit Paranormalem. Du hattest als Beispiel die UFOs genannt oder auch die Reinkarnation. Und hier scheint ja auch gegen Naturgesetze verstoßen zu werden. Meine Frage wäre, ob du mit dem, was du bislang ausgeführt hast über die Entstehung der Naturgesetze und über Fehler, vielleicht erklären könntest, wie aus deiner Sicht paranormale Phänomene entstehen. Kannst du Ja. irgendwas aussuchen, vielleicht, um es einzugrenzen? Okay, ich überlege mal, wie ich mich dem Thema annähere. Also es gibt mehrere Aspekte. Gehen wir mal aus von dem Thema Naturgesetze. Ich hatte versucht, deutlich zu machen, dass es identische oder nahezu identische Ausgangsbedingungen braucht, die dann zu einem wiederholten Ergebnis führen, das für uns vorhersagbar und berechenbar ist. Und genau an diesen Stellen greifen Aspekte an, die dann zu vermeintlichen Verletzungen der Naturgesetze führen. Das heißt, das einfachste Beispiel ist, dass ich sag mal, pseudoparanormale Phänomene, ja. Das heißt, da wirkt einfach ein anderes Naturgesetz, dem man sonst keine Beachtung geschenkt hat. Ich mache mal ein Beispiel. Da hat jemand entdeckt, dass er mit einer großen Latte und einem Stein drunter Türen aushebeln kann, was sonst den Dorfbewohnern recht schwer fällt. Und mit dieser Erkenntnis, zieht er jetzt durchs Dorf und sagt: Leute, ich helfe euch, eure Türen zu reparieren, ich kann die Türen aus den Angeln heben. Ja, nimmt immer eine große, starke Latte mit und einen Stein
als Drehpunkt für einen Hebel und dann zieht er oder dann schiebt er quasi die Türen hoch. Und das geht eine ganze Weile gut und das macht er auch immer wieder. Und eines Morgens, wo er wieder auf Achse ist, in der Nacht hat es geregnet, er geht zum nächsten, weiß ich, zum Bürgermeister und sagt: Hey Bürgermeister, jetzt ist deine Tür dran. Und er macht das wieder und es funktioniert nicht. Stattdessen biegt sich die Latte, bis sie bricht. Ja, aber durch den Regen hat eben diese Latte ihre Stabilität verloren in der Nacht. Und dieser Umstand, dieser zusätzliche Faktor, dieser zusätzliche Einflussfaktor hat dazu geführt, dass hier, ich sage jetzt mal, ein pseudoparanormales Phänomen entstanden ist, wo man sich sagt, ja mein Gott, gelten denn die Naturgesetze des Hebels nicht mehr? Ja, auf die Idee würde jetzt bei diesem Beispiel bei uns keiner kommen, weil das sehr einsichtig ist, weil wir da eine gewisse Erfahrungswelt zu haben. Es gibt aber eben auch eine ganze Reihe von Naturgesetzen, die wirken, ohne dass wir uns darüber im Klaren sind. Denn in unserer Wissenschaft haben wir das Phänomen, dass wir die Anzahl der Einflussfaktoren so stark reduzieren müssen, bis wir zu einem Setting kommen, das für uns gerade noch berechenbar und beobachtbar und messbar ist. Ja, deswegen werden eben bei vielen Versuchen oder bei vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, die dann zu Naturgesetzen führen sollen, wird halt eben sehr viel immer ausgeklammert. Aber wenn man dann im echten Leben ist, dann wirken diese anderen Parameter und dann kann es sein, dass man Schritte auf dem Dachboden hört und dann ist es vielleicht nur das Holz, was trocknet an verschiedenen Stellen und sich dann an sag ich mal, 6, 7 Stellen gleichmäßig zusammenzieht, was dann zu solchem Phänomen führen könnte, wo Doc, Dick, Doc, man denkt, da sind Schritte. Nichtsdestotrotz gibt es aber eben auch andere Einflussfaktoren, nämlich zum Beispiel die Mitwirkung des Bewusstseins bei dem Setting, das dazu führt, dass aus einer bestimmten Ursache eine entsprechende Folgewirkung wird, ist das Setting eben nicht nur auf die physikalische Welt beschränkt, sondern das Setting für die Ursache schließt auch andere wirkende Faktoren mit ein. Und das können Faktoren sein, die entweder aus anderen Bewusstseinsebenen kommen oder es können Okay, bleibe ich erstmal dabei, die aus anderen Bewusstseinsebenen kommen. Und solche Phänomene können dann dazu führen, dass Phänomene wie Telekinese auftauchen, also Telekinese, wo Materie bewegt wird, ohne dass es einen direkten Kontakt gibt. Also auch ohne Luftzug und magnetischen Kontakt oder physikalische Medialität wie von Kai Mügge, wo dann Sachen sich aus dem Nichts materialisieren. Ja, das sind so Punkte, wo das be und ich denke, es gibt ja dieses C5-Protokoll oder wie sich das nennt, wo UFOs herbeigeführt werden können durch entsprechende meditative Rituale. Aus meiner Sicht sind das bewusstseinsgesteuerte, ich sag mal, Phänomene. Die halte ich selber jetzt nicht für Besucher, sondern eher für Phänomene, die man über das Kollektivbewusstsein erzeugen kann, über die Mitwirkung des Bewusstseins in die Energie und die Materie. Denn die Wirkung von Bewusstsein auf Materie ist eben nur, aber insbesondere auch die Veränderung von Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und Bewusstsein wirkt eben über labile Gleichgewichte auf unsere Welt ein. Das heißt, überall dort, wo es labile Gleichgewichte gibt, ist das Bewusstsein in der Lage, diesen ausschlaggebenden Punkt zu setzen, ob etwas nach links oder nach rechts geht.
Und entsprechend viele labile Gleichgewichte haben wir natürlich im Körper. Also in unserem, aber eben auch an Zufallsgeneratoren und so weiter. Und das sind die Stellen, wo dann eben das Bewusstsein mit eingreifen kann, um zu Veränderungen zu führen, die entgegen dem Vorausgesagten sind. Nehmen wir mal das Beispiel Spontanheilung oder sowas. Oder Selbstheilung. Oder das Gegenteil, Nocebo-Effekt, man macht sich selber krank. Wenn wir jetzt aber in Richtung Besucher schauen, da bin ich eigentlich zu der Auffassung gekommen, dass hier es nur eine Frage, sage ich mal, der Lokalisierungsparameter ist. Das heißt, wenn wir dieses sechsdimensionale Weltbild nehmen von Burckhardtheim, dann gibt es eben auch die Situation, dass man irgendwie diese Dimension, in der wir hier leben, mit parametrisieren muss. Und andere Wesen, die in anderen Dimensionen leben, haben in mindestens einem Parameter halt einen Unterschied. Ich sage mal im Dimensionsparameter. Und entsprechend kann ich mir vorstellen, dass wenn man an diesem Dimensionsparameter schraubt, man dann die Dimension wechselt und dann, ich sag mal, in einer anderen Dimension entweder auftaucht bei uns oder verschwindet, wenn es nicht mehr bei uns ist. Und was Ähnliches würde ich auch sehen im Bereich von Geisterwahrnehmung und so und solchen vergleichbaren Sachen. Okay, vielen Dank. Wenn du von Dimensionen sprichst, so bisher hatte ich dein Weltbild so verstanden, dass es eigentlich so drei Bereiche gibt. Also du hast einmal Materie und Energie genannt, dann Information und Bewusstsein. Korrigiere mich, wenn ich das falsch zusammengefasst habe. Wenn du jetzt zuletzt von Geistern sprichst oder ja, vielleicht das UFO-Phänomen auch so erklärbar ist, dass Wesen die Dimension wechseln, heißt das, dass da kein Bezug zu Energie und Materie da ist und die sich nur in den Bereichen von Information und Bewusstsein aufhalten, oder wie kann man das verstehen? Naja, nee, würde ich jetzt persönlich so nicht sehen. Also ich muss eins dazu sagen. Ich habe die Ausdeutungen von Illo-Brandt von Ludwiger und der sich ja logischerweise von Burckhardtheim inspirieren lassen hat, den konnte ich nicht 100% folgen, weil eben genau dieses Thema Dimensionalität dort keinen Platz hatte. Zumindest hatte ich den nicht entdeckt. Es gab oder es gibt ja in dem heimischen Weltbild eben diese sogenannte X5 und X6-Koordinaten, wo man die Organisiertheit und die Planbarkeit, also Organisation und Richtung, verankert hat. Und ich muss sagen, dass ich damit nicht zurechtgekommen bin, um viele paranormale Phänomene beschreiben zu können. Ich habe diese X5, X6 zunächst anders ausgedeutet, nämlich dass X5 zum Beispiel eine Dimensionskoordinate ist, die zum Beispiel oder sage ich mal, die definiert, in welcher Schwingungsfrequenz diejenige Welt angesiedelt ist. Das heißt, die X5-Koordinate ist ja zunächst erstmal nur eine weitere Achse in einem Koordinatensystem. Ja. Und wir können uns ja diese Raumkoordinaten vorstellen, x, y, z. Und wenn wir jetzt als vierte Raumkoordinate dazu nehmen würden, den Frequenzbereich, dann können wir uns eben auch vorstellen, dass man, ich drehe jetzt das vierseitige Koordinatensystem mal so, dass diese Dimensionskoordinate senkrecht nach oben geht. So, das heißt, wir hätten dann hier unterschiedliche X5-Koordinaten. Und an jeder Stelle der X5-Koordinate ist eben ein anderer Frequenzbereich. Und aus meiner Sicht
ist das, was wir mit Dimensionen beschreiben, immer ein verschiedener Punkt auf dieser, sag ich mal, Dimensionskoordinate. Ja, das heißt, wenn wir hier diesen Frequenzbereich verändern, dann befinden wir uns in einer anderen Welt. In dem Sinne wäre das dann eine durchaus eine erweiterte Lokalisierung, bei der man dann feststellt, okay, ich befinde mich hier, ich befinde mich dort. Und entsprechend gehe ich eben davon aus, dass diese anderen Dimensionen nur noch eine weitere andere Koordinate haben, aber dass in deren Welt es ähnlich ist. Also ähnlich ist im Sinne von, dass wenn man in dieser anderen Dimension ist, hat man das Gefühl, dass man wieder in einer völlig kompletten Welt ist. Inwiefern die noch die gleichen Naturgesetze dort hat, mag mal auf dem anderen Blatt stehen. Die können abweichen, weil die eine andere Historie haben. Aber aus meiner Sicht sind Dimensionsverschiebungen wirklich in dem Sinne, sage ich mal, Verschiebungen der Dimensionssignatur. Meistens wird das mit Frequenz benannt. Weiß jetzt nicht genau, ob das Frequenz ist, wie wir sie in unserer Elektrotechnik haben. Aber damit kann man es eventuell beschreiben. Ja, vielen Dank, sehr interessant. Ingeborg hat noch eine Frage. Genau. In diesem ganzen intentionalen Multiversum, das du uns da beschreibst, welchen Aktionsraum hat da der Mensch in seinem auch je einzelnen Bewusstsein? Wo kann der überall hin? Oder gibt es Bereiche, wo er nicht hinkommt? Oder ja, das würde mich interessieren, wie du das da verortest. Okay. Aus meiner Sicht, also jetzt wird es tatsächlich ein bisschen komisch für die meisten. Bisher habe ich mich da noch nicht so geäußert, aber ich sehe halt einen mehrdimensionalen Aufbau. Ich hatte das eben versucht, mit dieser X5-Koordinate darzustellen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wir als Mensch auch mehrdimensional sind, wobei ich durchaus auch unterschiedliche Welten nicht nur in Bezug auf parallele Dimensionen sehe, sondern eben auch in Bezug ich sage jetzt mal auf uns. Ja, das heißt, diese X5-Koordinate kann, sage ich mal, auch dahingehend interpretiert werden, dass wir auf unterschiedlichen Dimensionsebenen existieren. Ich sage mal nach ganz unten, also ich sehe das ja fraktal, ja, so wie oben, so unten und so weiter. Das heißt, nach unten haben wir Organe, haben wir Zellen, haben wir Zellorganellen, haben wir Moleküle, haben wir Atome, haben wir Elektronen, Protonen und so weiter. Nach oben haben wir, ich nehme mal wieder den Mensch hier als Ausgangspunkt, haben wir Seele, haben wir, sagen wir mal, Seelenfamilie. Ich weiß jetzt nicht, wie euer Weltbild dort ist, aber in meinem Weltbild ist es eben so, dass wir eben auch auf all diesen Ebenen, die über uns kommen, Bestandteil sind, insbesondere wenn wir dann vom Bewusstsein ausgehen, weil ich eingangs ja schon mal gesagt habe, es differenziert sich alles aus. Also ausdifferenzieren bedeutet, dass ich immer mehr Differenziertheit bildet. Ja, hier habe ich noch eine Hand oder sagen wir mal eine Hand oder eine Handfläche. Und die nächste Differenziertheit ist dann der Finger.
Ja, und die nächste Differenziertheit ist dann das Fingerglied und die nächste Differenziertheit ist dann der Fingernagel und so weiter. Und dieses Ausdifferenzieren findet aus meiner Sicht auf allen Ebenen statt, also in allen Sphären statt. Und mit Sphären meine ich in der Bewusstseinssphäre, in der Manifestationssphäre und dann bildet sich das auch in der Informationssphäre ab. Und als Mensch sind wir eben Bestandteil von allem, also nicht nur der Mensch, alles ist Bestandteil von allem. Mit Ausdifferenzieren meine ich eben so wie beim Baum. Ja, ein Baum hat Wurzeln, hat Äste, hat Zweige, hat Blätter, hat Blüten. All das ist Baum. Es ist zwar ausdifferenziert, aber es ist zugleich auch Baum. Ja. Und wir als Menschen sind quasi, ich bleibe jetzt mal in einem positiven Bild, wir als Menschen sind vielleicht eine Blüte an dem Baum, aber wir sind trotzdem Baum, wir sind trotzdem Baum und wir sind Bestandteil von diesem Baum und über diesen Bestandteil oder darüber, dass wir Bestandteil sind, haben wir auch Einfluss auf diese Dimensionsebenen oben drüber. Ich versuche das mal. Okay, komme ich gleich nochmal dazu. Also beispielsweise gehe ich davon aus, dass auf einer Seelenebene oder ich spreche ungern von Seelenebene, aber auf einer übergeordneten Bewusstseinsebene finden Abstimmungsprozesse statt zwischen den anderen Mitgliedern auf der gleichen Ebene auf der gleichen Bewusstseinsebene. Ich sage mal, es können andere Menschen sein, es können Tieren sein, es können Pflanzen sein. Auf der Ebene finden Abstimmungsprozesse statt, wo auf der Ebene unten drunter unsere Aktionen sich dann gestalten. Und oben drüber wird dann wieder der Rahmen gesetzt, innerhalb dessen die Abstimmungen unten drunter laufen. Und oben drüber wird der Rahmen gesetzt für das, was da unten drunter läuft. Ja? Das heißt, ich sehe solche Art hierarchischen Aufbau von Spielraumfestlegung oder von strategischer Entscheidung, die sich dann immer mehr ja, ausdifferenziert, die dann immer konkreter wird. Und als Wesen sind wir eben in all diesen Ebenen vorhanden, so wie eine Blüte im Baum vorhanden ist. Da passt jetzt dieses Bild gerade nicht, weil man nicht, oder zumindest wir als Mensch haben noch nicht herausgefunden, welchen Einfluss die Blüte auf den Baum hat. Aber wir als Menschen sind an diesem Abstimmungsprozess beteiligt, der dann eben auch dazu führt, dass Ereignisse um uns drumherum sich entsprechend in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ich versuche mal dafür noch eine Metapher zu finden. Nehmen wir mal an, ich nehme mal jetzt unseren Körper als Metapher für unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Nehmen wir mal an, unser Finger ist ein Mensch und wir als Mensch sind einige Bewusstseinsebenen oben drüber, wo entsprechende Aktivitäten, wo entsprechende Ereignisse in der Welt koordiniert werden, die dann mit vielen anderen Beteiligten dann umgesetzt werden. So, jetzt nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier der Finger und wenn ich mir jetzt diesen Finger ganz arg verbrenne, denn dann hat das einen Einfluss. Also ich bin jetzt der Mensch, ja, und ich habe mir die und zugleich, ich nehme jetzt den Mensch allerdings wieder auch als Metapher, was jetzt nicht ganz so glücklich gelungen ist, aber stellt euch vor, ich habe mir jetzt den Finger ganz arg verbrannt, dann hat das Einfluss darauf, wie ich mich jetzt als Gesamtereigniskonstellation verhalten werde. Ja, das heißt, ich hatte vielleicht vor, morgen zum Tennis zu gehen, mich jetzt als Gesamtereignis in der Welt, ja, ich hatte jetzt vor, zum Tennis zu gehen. Jetzt habe ich mir ganz arg den Finger verbrannt.
Das heißt, ich mache jetzt erstmal was ganz anderes. Ich mache jetzt erstmal Krisenmanagement, um damit irgendwie umzugehen, dass der Finger sich nicht noch mehr entzündet und alles Mögliche. Vielleicht ändert sich auch mein Tagesablauf dahingehend, dass ich erstmal zum Arzt fahre oder zur Apotheke gehe oder was ganz anderes mache. Auf jeden Fall werde ich nicht zum Tennis gehen. Das heißt, da fällt schon wieder ein ganz großes Ereignis weg, nur weil ich als kleiner Mensch hier unten mich verbrannt habe, also hier mir den Finger, also naja, versteht schon, hoffe ich jedenfalls. Ja, was ich damit sagen möchte, mit dieser ungelungenen Metapher, ist, dass im Prinzip grundsätzlich immer alles normal läuft, es sei denn, man mischt sich mit lauter Stimme ein. Und diese laute Stimme, die haben wir auf allen Bewusstseinsebenen. Und die erkennt man, oder dass die Stimme gehört wird, oder dass die Stimme berücksichtigt wird, auf den anderen Ebenen erkennt man an den Ereignissen, die sich um einen drumherum entwickeln. Ja? Das heißt, wenn man das Gefühl hat, ui, da habe ich ja schon wieder Glück gehabt, so eine Synchronizität schon wieder, ich habe ja schon wieder so ein Glück gehabt, dann merkt man, dass man auf diesen ereignisbildenden Ebenen durchaus aktiv ist. Eigentlich ist man immer aktiv. Die meisten wissen es nur nicht. Aber wenn man diese positiven Erlebnisse hat, dann hat man die Gelegenheit, darauf zurückzugreifen und dann das auch bewusst einzusetzen. Diese, ja, woanders wird das Schöpferkraft genannt, diese Mitgestaltungsfähigkeit. Und insofern ist meine persönliche Erfahrung, dass wir als Menschen, aber eben alle anderen auch, die Geschehnisse mitbestimmen. Im Rahmen, muss ich aber auch dazu sagen, im Rahmen des Spielraums, der uns gegeben ist. Und dieser Spielraum, der mag nicht für alle gleich sein. Ingeborg, hat das gepasst? Ja, das fand ich sehr interessant und überzeugend. Wieso ist der Spielraum eventuell nicht für alle gleich? Das Erste, was mir dazu einfällt, ist Selbstbeschränkung, also Glaubenssätze, ja. Das heißt, in dem Maße, wie man wie soll ich das sagen, wie man seine Notwendigkeiten und seine Begehrlichkeiten und seine Wünsche mit einbringt in die Gestaltung der Welt, sind es die Glaubenssätze, die einen einschränken, bestimmte, ja, also ich muss das mal so einfach ausdrücken, auch wenn es vielleicht nicht ganz perfekt passend ist. Aufgrund der Glaubenssätze schränken sich die Leute dann auch in ihren Wünschen, in ihren Denkweisen ein. Und diese Einschränkungen, die gelten dann eben auch. Ja, wenn einer der Meinung ist, nee, nicht der Meinung, also spielt eigentlich nicht das Gesagte eine Rolle, sondern wirklich die innere Überzeugung, ja, weil das ist das, was in den anderen Bewusstseinsebenen ankommt oder was dort relevant ist. Wenn man davon überzeugt ist, man kann nichts, wenn man überzeugt ist, man kann keine Telekinese machen, sowas gibt es nicht, dann geht das auch nicht, ja. Und natürlich wird Handlungsspielraum auch durch andere Stakeholder eingegrenzt. Also nehmen wir das Beispiel, jemand will eine Gruppe von Freunden davon überzeugen, dass er Telekinese kann. Und in der Gruppe sind zwei Leute, die ganz fest davon ausgehen, dass es alles ganz, ganz falsch und verstößt gegen Naturgesetz und kann nicht gehen. Dann kann es sein, dass die eine so laute, ich sage jetzt mal, Stimme auf den anderen Ebenen haben, dass die sich damit auch durchsetzen können und damit auch deinen Handlungsspielraum gerade einschränken. Und
Ich denke, das ist die größte Einschränkung für den Handlungsspielraum. Dazu kommt natürlich auch viel, was man nicht trainiert hat und wo einem dann dazu auch die, ja, wie soll ich sagen, wo einem die ganz natürliche Überzeugung fehlt, dass das eigentlich ganz natürlich wäre, wenn ich allein per Gedanken jetzt auch in Mallorca sein könnte und schwupps bin ich da. Ja. Es gibt Menschen, die haben eben diesen erweiterten Spielraum, weil die ein anderes Mindset auch dann eben auf allen Ebenen haben. Und es gibt Menschen, bei denen ist das mehr oder weniger eingeschränkt. Es gibt Leute, die können wenigstens gedanklich oder mental dann in Mallorca sein. Oder astral in Mallorca sein. Es mag vielleicht eine Handvoll Menschen auf der Erde geben, die könnten dann auch physisch dort sein. Aber diese Einschränkung gibt es und ich glaube, es hängt mit dem, ja, mit dem Mindset zusammen, was man mitbekommen hat. Vielen Dank. Ingeborg, ja? Ja, vielen Dank. Okay. Frank, da würde ich gerne eine persönliche Frage anschließen, wenn du erlaubst. Das, was du gerade zuletzt gesagt hast, das bietet sich ja eigentlich an, um deine Theorie im Eigenversuch zu überprüfen. Hast du entsprechende Schritte eigentlich mal selbst unternommen? Hast du experimentiert mit paranormalen Phänomenen oder Bewusstseinserfahrungen? Naja, also Erzähl davon. natürlich mache ich das, weil daraus bezieht sich ja dann auch letztlich die Neugier und Motivation an dem Weltbild zu arbeiten, ja. Ich bin da auf verschiedene Weise vorgegangen. Das eine ist, dass ich natürlich versucht habe, selbst bestimmte Phänomene zu produzieren. Und vielleicht unterliege ich da bestimmten Glaubenssätzen, die mich daran hindern, wirklich erfolgreich zu sein. Vielleicht gibt es andere Gründe, die ich immer mal gesagt bekomme, dass es noch nicht meine Zeit ist, bestimmte Phänomene ausleben zu dürfen. Aber das Mindeste, was ich gemacht habe, ist, um zu verstehen, was ist echt und was ist unecht. Ich habe dann versucht, Leute kennenzulernen, die über paranormale Fähigkeiten verfügen und habe mir dann selbst ein Bild davon gemacht. Ja, also beispielsweise kannte ich eine Frau, die, wenn, also ich bin hier in der Münchner Gegend, ja, und wenn ich mit der in den Englischen Garten gegangen bin, bei schönem Wetter, so wie heute, die konnte sich dann in die Wiese legen, konnte dann ihren Körper verlassen, konnte dann über den englischen Garten fliegen und kam dann zurück und erzählte mir, wer was auf dem Grill hat und danach konnten wir uns das angucken. Ja, und so habe ich halt verschiedene Menschen kennengelernt, wo ich mich dann selbst davon überzeugen konnte, was ist echt und was ist unecht. Gut, was unecht ist, kann ich da nicht sagen, weil ich kann höchstens sagen, das konnte ich noch nicht verproben. Vielleicht gibt es ja auch Phänomene, die ich für unecht halte, und da ist nur mein begrenzter Erfahrungsschatz dann ein Problem. Aber ich habe eben auch viel verifizieren können. Ich war ja auch bei Kai Mügge gewesen, dem physikalischen Medium, habe da interessante Erlebnisse selber beobachten können, obwohl ich da sehr skeptisch reingegangen bin. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass nicht so wahnsinnig viel passiert ist, aber ist es ausreichend genug passiert, um mich zu bekehren. Ich erlebe tatsächlich persönlich auch komische Sachen. Beispielsweise, ich hab bei meiner Toilette, da ist oben so ein Sims drüber, wo man was abstellen kann. Und da hatte ich so einen kleinen Lautsprecher drauf und dann hatte ich, also ist ein Bad, ja, und dann in der einen Situation, die Toilette war offen gewesen, also der Toilettendeckel oben, ich wähle da mit dem Handtuch lang, komme an den Lautsprecher
So ein kleiner Würfellautsprecher und merke dann, ach, wie der runterfällt, direkt in die Toilette reinsteuert. Und ganz erschreckt denke ich, nein. Und in dem Moment macht er einen Schlenker nach rechts und landet stehend auf der Toilettenbrille. Und das war eigentlich mein erstes komisches Erlebnis gewesen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt spannend und das hat mich weiter motiviert, ja. Also ich hatte dann noch viele verschiedene Phänomene. Beispielsweise, das war mal im Herbst gewesen, ich hatte eine Mütze aufgehabt, und in der Straßenbahn habe ich die dann auf den Nachbarsitz gelegt, weil mir zu warm war. Das war gerade so eine Übergangszeit. Hatte ich die auf den Nachbarsitz gelegt und dann habe ich fast das Aussteigen verpasst. Bin dann schnell zur Tür und raus. Und wie ich draußen bin, denke ich, Mist, jetzt liegt ja deine Mütze noch auf dem Nachbarsitz, und habe mich geärgert, weil das meine Lieblingsmütze war. Na gut, war halt so. Und dann kam ich am Abend nach Hause. Das ist ein 40-Parteien-Haus hier und eigentlich kennt keiner meine Mütze, aber die baumelte dann am Treppengeländer. Ja, und ich dachte dann auch, ups, auch nett, gerne wieder. Ja. Oder jetzt Donnerstag vor 2 Wochen war ich zu einer Veranstaltung gewesen und da war, sag ich mal, so 1,5 Meter vor mir war ein Referent, der an seinem Beamer da rumbastelte, und ja, 1,5 Meter auseinander davon war eine Kellnerin, die gerade irgendeinen Tisch bediente, und ich sah, wie zwischen den beiden in der Mitte, so in 80 Zentimeter Höhe, sich eine Münze manifestierte, ganz schnell drehend, so kreiselnd, und zu Boden fiel. Und der Referent, der an dem Beamer rumwurschelte, der hörte das Klimpern, drehte sich um, nahm diese Münze hoch und ging dann oder reichte das dann der Kellnerin rüber. Die konnte damit nicht anfangen, die wusste nicht, was der von ihr will, aber für den war klar gewesen, dass die Kellnerin die Münze fallen lassen haben muss. Und ich hatte da einen Nachbarn von mir gefragt, Mensch, hast du das gesehen? Und der hat gesagt, nee, ich habe auf die Leinwand geguckt. Naja, und insofern, ich glaube, dass viele Menschen Phänomene erleben, aber sich diese dann auch wegreden. Ja, so nach dem Motto, ah, da muss ich mich geirrt haben, weil das kann ja gar nicht sein. Ne? Und insofern, gut, das war jetzt das erste quasi und das letzte Erlebnis, was ich hatte. Dazwischen hatte ich viele, wo ich dann immer mal denke, das ist ja voll spannend. Und ich bin ja auch hier im Nahtodverein und befasse mich da viel mit den Erlebnissen dieser Leute. Und auch in vielen anderen Fällen, wo ich dann immer wieder, ich sag mal, aus meiner Sicht die Gelegenheit bekomme, mein Weltbild zu verproben oder anzupassen. Aber bis jetzt muss ich sagen, habe ich für mich zumindest einen Weg gefunden, wo ich nicht vor irgendwelchen Phänomenen stehe, wo ich mir dann sage, ja, mein Gott, das kann ich mir jetzt aber nicht. Also so eine Situation habe ich seitdem nicht wieder erlebt. Weder, sage ich mal, bei solchen paranormalen Phänomenen, noch bei gesellschaftlichen Ereignissen, noch bei beruflichen Ereignissen. Und ja, beruflich setze ich es halt auch sehr gern ein. Und ja, also mich hat es schon, mein Leben hat es verändert, ja. Positiv. Ja, sehr spannend. Interessant ist auch, dass du Kai Mügge erwähnst. Einige aus unserer Community waren auch doch, da war es umgekehrt. Sie sind erwartungsvoll hingegangen und skeptisch wieder raus. Gab es eine kleine Diskussion, was davon zu halten war. Aber im Allgemeinen ist natürlich klar, dass diese paranormalen Phänomene, sofern sie einem selbst widerfahren,
sehr starkes Indiz dafür darstellen, ne? Dass die Realität größer ist, und das ist auch der Grund, warum die meisten hier in dieser Community aktiv sind. Uns ist allen irgendetwas in dieser Art widerfahren. Ingeborg hat noch eine Frage. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, wie du dir erklärst, dass Konsensrealitäten entstehen und welche Rolle jeder Einzelne in diesem Prozess hat. Sagst du mir, was du unter Konsensrealität verstehst? Ja, zum Beispiel jetzt die Wirklichkeit, dass wir jetzt hier in diesem Raum uns befinden, diesem virtuellen Raum und über dieses Thema diskutieren, oder die Konsensrealität der Stadt München zum Beispiel oder Deutschland oder die Konsensrealität der Welt, also der Planeten Erde, von mir aus auch mit Klimawandel, ja oder nein, alle solche mentalen Bereiche und Räume. Ja, ein bisschen muss ich es mir noch erklären, damit ich jetzt nicht ein falsches Verständnis davon habe, was du Konsensrealität meinst. Du hast jetzt eigentlich Sachen aufgezählt, die man aufzählen kann, aber die jetzt nicht so selbstsprechend sind, wenn man nicht weiß, was du mit Konsensrealität meinst. Vielleicht, was beschreibt denn eine Konsensrealität? Wodurch ist die denn gekennzeichnet? Objektivierbare Merkmale, die alle Individuen oder Entitäten, die dort sind, als gegeben ansehen. Ja, okay. Also quasi sowas wie Scheinobjektivität, sowas, ne? Ja. Okay. Also da überlege ich jetzt tatsächlich noch, wie weit ich da ausholen soll, weil das tangiert eine ganze, sag ich mal, einen ganzen Bereich, mit dem ich mich natürlich auch befasst habe. Nämlich, es gibt ja auch die Erkenntnis von vielen anderen, aber meiner auch, dass der Mensch Schöpfer seiner Welt ist. Und dann steht man ja auch vor der Frage, lebe ich jetzt in der Welt der anderen oder leben die anderen in meiner Welt? Und da mich doch eigentlich tiefgehend auseinandergesetzt, das jetzt zu erklären, weiß ich nicht genau, ob mir das gelingt. Ich kann es mal versuchen, aber es kann sein, dass es mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Gegebenenfalls, Ingeborg, dann musst du halt nochmal nachfragen, vielleicht hilft das dann. Also, mal gucken, wo ich den Anfang finde. Zum Anfang der Weltentstehung zurück. Und zwar, wenn die Welt entsteht, hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen, dann ist die dabei, dass sie sich immer vervielfacht. Also, na, wie sagt man, expandiert, indem die Metronen sich eben verdoppeln. Zumindest hatte Bockertheim das so beschrieben und so berechnet. Und da er das mathematisch herleiten konnte, nehme ich das mal bei mir mit auf, weil ich komme zumindest dann zu Erkenntnissen, die für mich funktionieren. So, und ich bin dann eben auch davon ausgegangen, im Sinne der Muster, die sich immer wiederholen, bin ich davon ausgegangen, dass eben die Welt sich nicht nur in der Weise wiederholt, dass sie einfach größer wird, sondern dass sie sich tatsächlich verdoppelt. Das heißt, die Welt, die sich da gerade vergrößert, entsteht auch ein zweites Mal. Und danach verdoppelt sich nicht nur die Metrone in dem Sinne, dass sie die neue Welt bilden, sondern auch, dass sie eine parallele Welt bilden. Ja, das heißt, zu jedem Zeitpunkt entsteht im Prinzip immer wieder eine Replik der Welt. Immer wieder, was dazu führt, dass es wirklich unendlich viele Universen gibt, also ein Multiversum gibt,
und die jeweils auseinander hervorgehen. Ja, das heißt, theoretisch könnte man jedes Universum dann wieder zurückführen auf das Ur-Universum, weil es sich immer wieder neu abspaltet oder neu teilt, neu repliziert. Das heißt, wir haben eigentlich eine Kette an Universen, die auseinander hervorgegangen sind und sich dann jeweils im Moment dann parallel wieder weiterentwickeln. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wir uns, dass sich bewusste Wesen mit ihren Einstellungen entscheiden können oder unbewusst entscheiden, in der Regel unbewusst, zu welchen dieser Welten sie am besten passen. Also im Sinne von Resonanz. Und über diese Resonanz zwischen den Welten surft man dann entsprechend, sage ich mal, wie sich die Gedanken oder nicht die Gedanken, so wie sich die Einstellung des Bewusstseins verändert, kann es sein, dass in einer, in eines der anderen Parallelwelten wechselt, allerdings ohne das zu merken, weil wenn die Welten noch dicht zusammenkleben, also nicht zusammenkleben, wenn diese gerade erst auseinander hervorgegangen sind, dann sind die Welten halt noch extrem ähnlich. Und dieser Wechsel findet halt nicht statt, oder in der Regel findet er nicht statt, ich sag mal, nach 5 Monaten, sondern aufgrund der Resonanz findet er in dem Moment statt, wo sich die Welten schon teilen. Und dann zieht es einen mehr in den anderen Zeitstrahl rein oder in diese andere Welt rein oder in diese andere Richtung rein. Und wenn man so durch das Multiversum surft, ohne sich darüber im Klaren zu sein, leider, dann begegnet man halt diesen Mitmenschen, die aus bestimmten Gründen einen ähnlichen Pfad mit einem haben. Und wie gesagt, die Welten, die sind ja nicht so weit auseinander und die sind nach meiner Erkenntnis eben auch nicht, ich sag mal, durch Hüllen getrennt, ja, sondern die verschmieren ineinander. Also diese Welten sind wirklich, also aus meiner Sicht zumindest, sind diese Welten wirklich ineinander überfließend, übergehend. Und wenn Menschen dicht beieinander sind, also insbesondere lokal dicht beieinander sind, dann gibt es eben Parameter, die dazu führen, dass bestimmte Signaturen diese Menschen zusammenhalten. Also bestimmte Signaturen, die eben eine Resonanz zu dieser Welt herstellen, in der man gerade ist, also in der man sich gerade befindet. Und Menschen, die weiter weg sind oder Ereignisse, die weiter weg sind, die einen nicht so direkt treffen, die sind dann aus meiner Sicht auf Weltlinien, die etwas weiter entfernt sind von dem, wo man selber ist. Und das, was du Konsenswelten nennst, ist dann aus meiner Sicht die zum einen die Gemeinsamkeit dessen, weshalb die Menschen für diese Periode, wo man mit diesen Menschen in einem Raum ist, haben sie verschiedene Resonanzsignaturen, die dazu führen, dass sie das sind. Das ist, sage ich mal, erstmal so eine Art räumliche Aspekt, räumlich-inhaltlicher Aspekt. Und wenn wir jetzt in das Phänomen der Wahrnehmung wechseln, dann gibt es durchaus die Situation, dass die Menschen, die, sage ich mal, zwar auf ihren eigenen
Zeitlinien auf ihren eigenen Surfspuren unterwegs, doch in ihrer Welt leben und diese Welt aus ihrer Perspektive und in ihrem Umfeld doch speziell wahrnehmen, so wie ich meine Welt speziell wahrnehme. Und nehmen wir mal am Ende, es steigen 10 Leute aus der gleichen Straßenbahn aus. Und du befragst die dann, was in der Straßenbahn war und was so alles passiert ist in der Welt, bevor sie in die Straßenbahn eingestiegen sind und so weiter. Dann wirst du 10 verschiedene Berichte haben oder bekommen. Und auch diese 10 verschiedenen Berichte werden sich wieder in ähnlicher Weise überschneiden wie das, was du Objektivität nennen könntest oder das, was du Konsens nennen würdest. Da würdest du eben auch diesen Konsens in der Wahrnehmung feststellen, dass man sagt, ach, das hat der andere auch schon erzählt. Ach ja, das habe ich von der schon gehört, wenn man diese 10 Passagiere aus der Straßenbahn befragt später. Das heißt, man wird auch dort einen Konsens finden, aber man wird auch sehr viel Verschiedenes finden. Und dass jemand anders seine Welt anders erlebt, dass er auf einem quasi auf einer anderen Surfspur ist, das wird keiner erkennen, weil keiner in dem Kopf des anderen jeweils drin ist. Ja? Das heißt, wir nehmen immer an, dass alle das Gleiche wahrnehmen, dass das ein Konsens ist. Aber vielleicht ist der Konsens viel kleiner, als wir annehmen. Ja? Okay, ich glaube, das war kompliziert genug, Ingeborg. Nee, das war sehr einleuchtend. Ich fand insbesondere deine Beschreibung wirklich, hat mich sehr überzeugt, dass wir praktisch durch das Multiversum surfen und dass die verschiedenen Welten ineinander überfließen, also gar nicht so strikt getrennt sind. Das finde ich einen ganz interessanten Zugang zu diesen Phänomenen. Eine Frage schließt sich mir noch an. Glaubst du, es hat einen Effekt oder eine Bedeutung, dass mittlerweile über 8 Milliarden Menschen auf der Erde leben? Da der Mensch ja was, also sagen wir mal, als Entität und als ein Wesen von allergrößter Komplexität und auch Potenzial, eben hier sich so zahlreich versammelt hat auf der Erde. Hat das irgendeinen Effekt oder ist es für dein Konzept dieser ineinander fließenden Multiversen dann unerheblich? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, das Erste, was mir einfällt, ist grundsätzlich hat es eventuell nur den Effekt, dass die Dynamik eine andere ist. Ansonsten würde ich sagen, ist es normal, dass sich etwas entwickelt, dass etwas wächst, dass ja, sonst was eine andere Bedeutung kann ich im Moment noch nicht erkennen, aber vielleicht hast du einen ganz speziellen Aspekt, der mich anregen kann, noch mal eine andere Blickrichtung zu denken. Ja, also wir sind ja auch, das meine ich auch aus deinen Erläuterungen gehört zu haben, wirklich sehr mächtige Schöpferwesen. Und ich denke, dass es für einen Planeten, so wenn wir das jetzt als Konsensrealität begreifen, dass wir uns auf der Erde versammelt haben in großer Zahl, dass das ein Unterschied ist, dass so viele Entitäten jetzt hier sind, wohingegen meinetwegen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es irgendwie 2,5 oder 2 Milliarden. Das ist, ja, und ich meine, die Wirklichkeit, in der wir leben, hat sich unglaublich verändert. Das kann man, das sind, ja, das, da
man glaubt, was das überhaupt ein logischer Entwicklungsstrang dorthin führt, wo wir uns jetzt aufhalten. Tatsächlich kommt mir eigentlich, also ich abstrahiere ja immer sehr stark, und das, was ich am ehesten abstrahiere, ist wirklich, dass aufgrund der Vielzahl es eine andere Dynamik gibt. Ja? Und andere Dynamik bedeutet in meinem Weltbild, dass eben sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel mehr Potenzial bereit ist, wo man sag ich mal, beim Surfen durch die Welten, ich meine, also aus meiner Sicht hat ja jeder seine eigene Welt, ja, die sich dann ineinander durchdringen, kann ich dann auch nochmal was zu sagen. Und durch die Vielzahl der Menschen, die in der Lage sind, sage ich mal, auf einer entsprechenden Bewusstseinsebene mit uns auch zu interagieren, ist eben das Potenzial an möglichen Entwicklungen oder an Surfmöglichkeiten, wo man abbiegen kann, wo man Resonanzen hin entwickeln kann, ist eben dieses Potenzial ist eben sehr viel umfangreicher und damit ist die Entwicklungsvarianz sehr viel größer. Und da alle miteinander interagieren, auch die Dynamik. Und tatsächlich erkennst du das dann, oder vermutlich erkennt man das dann eben wirklich daran, an dem, was du gerade beschrieben hast, dass eben in dieser, mit diesem Anwachsen an Bevölkerung eben auch wirklich insgesamt sehr viel mehr an, ich will es jetzt nicht Fortschritt nennen, weil das kann jeder sehen, wie er will, ob das nach vorne oder nach hinten ging, aber doch sehr viel Andersartigkeit entstanden ist in diesem Kontext. Ja, also ich überlege halt, wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel durch irgendein Phänomen uns jetzt wieder 5 Milliarden verlassen würden und wir nur 2 Milliarden wären? Ich würde schon sagen, dass dann die Dynamik und die Varianz der Lebenswege wieder ganz stark zurückgehen würde. Sorry, wenn ich das jetzt so unspirituell sehe. Ja, genauso sehe ich das auch, ja. Gut, Ich schaue okay, in die ja. Runde. Gibt's da eine dringende Frage oder wird schon Applaus gespendet? Okay, Okay. ich hab euch müde gequatscht. Ja, ich hätte vielleicht noch eine ganz kleine Frage zum Schluss, die du ganz kurz beantworten kannst, wenn du magst. Das hat nur mit dem Titel zu tun, deines Ah ja. Weltbildes. Du nennst es intentionales Multiversum. Multiversum ist ja jetzt geklärt worden, aber was hat es mit dem Intentional auf sich? Vielleicht wäre das noch so ein kleines Bonbon zum Abschluss. Das ist ein Bonbon, aber kein kleines. Kann ich gerne was zu sagen? Ich merke es dir bitte mal. Fragen wir erstmal, was der Peter hat. Nee, Andreas, glaube ich. Oder so. Ich bin ein großer Freund der Simulationshypothese und es würde mich mal interessieren, ob du dich damit auch beschäftigt hast. Nein, habe ich nicht, aber du kannst kurz umreißen, um was es geht. Vielleicht habe ich davon schon gehört. Es geht quasi darum, dass unsere komplette Realität in Datenbits, Quantenbits abgespeichert ist. Unser Bewusstsein ist eine Möglichkeit, Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen, in denen sich die Quanteninformationen quasi bewegen, was sich realisieren lässt. Es gibt von der Simulationshypothese Dutzende Unterarten mittlerweile. Ich finde die immer sehr elegant, weil sie sehr Daten spannend ist. Ich habe am Anfang deines Vortrags, als es um Fraktale ging beispielsweise, hat sich für mich so eine Querverbindung aufgetan. Fraktale wären auch eine sehr kluge Möglichkeit, Daten zu sparen, Menge an Daten zu sparen.
indem man ganz einfach bestimmte, also wenn wir uns die Realität vorstellen als ein großes File auf einer Festplatte, wir haben Fraktale eine Möglichkeit, so bestimmte Anordnungen zu packen, wie in einem Packprogramm. Ich habe das Gefühl, du bist aber jetzt weniger in die Richtung orientiert. Wenn du für dich die Idee festgestellt hast, dass es quasi eine quasi unbegrenzte Menge an Paralleluniversen gibt, oder nicht Paralleluniversen, sagen wir Parallelentwicklungen. Ich hoffe, ich schiebe jetzt da kein falsches Wort unter an der Noch Stelle. passt es. Das wäre ja quasi dann nicht besonders datensparend, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwo diese Daten alle vorgehalten werden und berechnet werden müssen und sich immer weiter aufzweigen. Genau. Darf ich schon darauf eingehen? Okay. Also zunächst erstmal. Ich habe davon gehört, von so etwas wie Simulationsmodellen. Und wenn du sagst, da gibt es noch viele Spielarten von, dann kenne ich die natürlich nicht. Ich kann dich ermuntern, in dieser Denkrichtung einfach weiterzugehen. Und vielleicht kommst du dann zu schlüssigen Interpretationen dessen, was in der Welt passiert. Ich bin überhaupt der Meinung, dass jeder sich sein eigenes Weltbild selber erarbeiten muss, weil jeder denkt anders, jeder hat andere Vorlieben, hat ein anderes Mindset, hat andere Ursache-Wirkungszusammenhänge abgespeichert, die ihm helfen, bestimmte Sachen zu erkennen. Und insofern ist es von Bedeutung, dass jeder sein Weltbild hat, mit dem er umgehen kann, das ihm hilft, die Welt zu verstehen. Und immer dann, wenn er merkt, also das verstehe ich nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Immer dann hat er die Grenze seines Weltbildes erreicht, dann muss er halt wieder darüber nachdenken, wie er das erweitern kann oder wechseln kann. Also du hast richtig vermutet, das Weltbild, das ich hier habe, geht mit Daten nicht optimiert um. Und ich sehe auch in der Natur das nicht. Also ich habe ja ein Weltbild, wo ich nach Mustern schaue, ja. Und in der Natur finde ich zwar Effizienz, aber ich finde keine starke Reduktion. Also wenn ich schaue, wie sich Bäume vermehren, wie sich Fische vermehren, wie sich Mäuse vermehren und alles Mögliche, die Effizienz in der Natur ist an anderen Stellen, aber nicht unbedingt dort, wo es um Entwicklung und Entfaltung geht. Insofern, was ich vielleicht im Sinne von Simulation aufgreifen würde, um da nochmal eine Brücke zu bauen, ist, ich habe davon gehört, dass es Weltbilder gibt, wo man sich vorstellt, der Mensch ist quasi eine Spielfigur auf dem Monitor und da draußen vor dem Monitor, da sitzt jemand, der spielt mit diesen Monitorfiguren oder mit diesen Spielfiguren. Und so kommen sich eben viele Menschen vor, gerade wenn sie sich gern mit Computerspielen beschäftigen, dann ist das für sie ein guter Vergleich. Die Brücke, die ich dazu schlagen würde, wäre, ja, man kann sich das so vorstellen, wenn man aber davon ausgeht, dass man als Spielfigur selber auch mit in dem Kopf von dem Spieler ist. Ja, das heißt nicht nur diese Einseitigkeit, wie man das denkt, dass man nur den Spieler dort motiviert, irgendwas zu machen, sondern auch rückgekoppelt, dass die Spielfigur, sage ich mal, nur eine Ausstülpung des Bewusstseins des Spielers ist. Und insofern es eine Rückkopplung gibt. Interessanterweise, wenn ich da noch einen Moment bleiben darf, interessanterweise gibt es so eine Art Rückkopplung tatsächlich, die aber damit verbunden ist, dass der Spieler sich in diesem Computerspiel also häufig zumindest, in diese Spielfigur wirklich hineinversetzt und gedanklich in dieser Spielfigur diese Handlungen vornimmt, die die Figur dann
in der Interaktion mit den anderen Szenarien und Spielern und so weiter dann vornimmt. Das heißt, hier gibt es durchaus eine Rückkopplung, die dann auch beim Spieler, ich sag mal, zu Schweißausbruch und zu Schrecken und zu sonst was führen kann. Das heißt, eine kleine Rückkopplung gibt es dort auch schon. Aber aus meiner Sicht funktioniert aus die Welt so, dass wir tatsächlich auch als kleiner Bestandteil von dem übergeordneten Bewusstsein sind und nicht davon getrennt sind. Und insofern habe ich ein bisschen Probleme mit der Simulation. Also zumindest von dem, was ich gerade geschildert habe, mehr kenne ich von Simulationshypothese nicht. Und ich denke, das ist jetzt nur die Briefmarke von dem, was Simulationshypothese sein kann. Also ganz wenig. Ich würde dann noch mal eingehen auf das Thema Intention, wenn es recht ist. Okay. Ja, gerne. Ja. Vielleicht nur so viel. Ich nehme an, der Andreas bezog sich auf die Theorie von Thomas Campbell. Und nur zur Information, da ist es jetzt nicht so, dass es da einen Spieler gibt, der die Wesen sozusagen fremdsteuert, sondern es ist eigentlich genauso, wie du sagst, dass also die Spieler Ausstülpungen eines größeren Spielers sind. Und simuliert ist nur die wahrgenommene Spielumgebung, also das, was wir als physisches Universum wahrnehmen. Aber das nur so als Randnotiz. Also gerne kannst du auf den Aspekt der Intention noch eingehen. Okay, also zu dieser Zusammenfassung würde ich sagen, zumindest unter dem Aspekt würde ich da auch mitgehen. Komme ich nochmal zur Intention. Ist aber jetzt kein kleines Brötchen. Ich hatte ja vorhin schon versucht zu beschreiben, wie kommt es zu diesen Folgeereignissen und habe gesagt, okay, im Informationsfeld wird nachgeschaut, was gab es an ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit und was war das Folgeereignis. Und dieses Folgeereignis wird entsprechend angepasst an die aktuelle Situation auch wieder gestaltet. Ja, das heißt, wir haben hier ein Zurückgreifen auf Erfahrungen der Vergangenheit und entsprechend kommt es. Durch dieses Zurückgreifen kommt es überhaupt erst zu den Mustern. Im Übrigen, zeitliche Muster sind dann Zyklen. Kommt es überhaupt erst zu den Mustern und dadurch ist in einer gewissen Weise vorhersehbar, was wird passieren, wenn. Ja, bei diesen ganz uralten Einträgen im Informationsfeld, die sind mutmaßlich Naturgesetze, weil sie sehr gut vorhersagbar sind. Andere Sachen oder andere Phänomene, andere Ursache-Wirkungszusammenhänge sind nicht so stabil hinterlegt und sind deswegen nicht so gut vorhersagbar. Jetzt kommt aber eine besondere Situation. Wenn ihr mal mit Freunden die Straße lang gegangen seid und habt plötzlich auf der anderen Straßenseite vermeintlich einen Schauspieler gehen sehen. Und habe gesagt, Mensch, da drüben, da rennt doch der Sean Connery. Und dann sagen die anderen, wo? Naja, da drüben, das sieht man doch. Nein, das ist er doch gar nicht. Der sieht doch ganz anders aus. Ja, doch, das ist der. Der hat sich einen Bart abrasiert, aber der ist das. Nein, das ist er gar nicht. Der ist ja viel zu groß, viel zu klein, viel zu dick, was auch immer. Das heißt, wenn wir das Thema Ähnlichkeit verfolgen, dann muss man feststellen, dass es keine absolute Ähnlichkeit gibt. Es sei denn, es ist tatsächlich der gleiche. Aber selbst dann kann es einem auch noch passieren, dass einer sagt, nee, das ist er nicht. Aber das Thema Ähnlichkeit ist halt sehr subjektiv. Das heißt, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, es gab jetzt in der Vergangenheit, gab es, sage ich mal, diese 3000 Situationen, die so ähnlich waren. Und darum tritt jetzt ein entsprechendes Folgeereignis ein. Ja, das heißt, man wird garantiert nie das ganz Gleiche finden. Auf jeden Fall mal nicht, wenn wir über Ereignisse in dynamischen Gleichgewichten und Ungleichgewichten sind, wie in der Gesellschaft und so weiter. Das heißt, im Informationsfeld werden, sagen wir mal, um es nicht zu groß zu machen, werden 3000
ähnliche Situationen bereitgestellt, die zu dieser Ausgangssituation passen, wo wir jetzt die Folgesituation suchen oder wo jetzt die Folgesituation zu manifestieren ist. Und dann ist die Frage, welche dieser 3000 Ausgangssituationen, die dann eine Folgesituation bereitstellen, ist denn jetzt der aktuellen Situation am ähnlichsten, weil alle 3000 Situationen sind dieser aktuellen Situation irgendwie ähnlich, aber alle aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Ja, die einen sind vielleicht ähnlich, weil es die gleichen klimatischen Verhältnisse sind, das andere ist vielleicht ähnlich, weil es die gleichen Beteiligten sind, das andere ist vielleicht ähnlich, weil es ähnliche Konflikte gewesen sind. Die anderen sind wahrscheinlich, oder ein anderes ist wahrscheinlich, ist vergleichbar ähnlich, sorry, ist vergleichbar ähnlich, weil es im gleichen Ort gewesen ist. Das heißt, es gibt wirklich unterschiedliche Perspektiven der Ähnlichkeit. Aber von diesen 3000 wird jetzt auf diesem einen Zeitstrahl, auf dieser einen Linie, wird sich genau ein Folgeereignis manifestieren. Und dieser Zeiger, der das auswählt, welches Ereignis, sage ich mal, die höchste Ähnlichkeit hat oder auch die höchste Wahrscheinlichkeit hat, das ist das Bewusstsein. Ja? Und das heißt, das Bewusstsein agiert ja in unsere Welt hinein über die Veränderung von Wahrscheinlichkeiten. Und entsprechend ist es das Bewusstsein, das aufgrund einer bestimmten Intention, also aufgrund einer bestimmten Absicht, dass dieses selektierende Bewusstsein hier verfolgt, aufgrund dieser Absicht, aufgrund dieser Intention, geht eben der Zeiger auf eines von diesen 3000 Ereignissen, die ungefähr genauso gleich ähnlich sind, nur aus unterschiedlichen Perspektiven ähnlich sind, und wählt genau eins aus, und genau das manifestiert sich dann. Und insofern ist, sage ich mal, wir haben ja in dieser Situation zwischen Informationsfeld und Manifestationssphäre, haben wir eigentlich ja nur relativ mechanistischen Auswahlprozess für die Dynamik, die wir hier erleben. Aber es ist eben das Bewusstsein, das eben dazu führt, dass in eine bestimmte Richtung sich dann diese Ereignisse entwickeln. Und darum nenne ich das intentionales Multiversum. Ja, sehr einleuchtend. Vielen Dank, Frank. Ich sehe auch keine weiteren Fragen mehr. Ich denke, dann können wir hier Schluss machen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns Einblicke gewährt hast in dein Weltbild, dass du für unsere Fragen zur Verfügung gestanden hast. Und wer neugierig geworden ist, kann gerne in der Videobeschreibung nachschauen. Da sind weiterführende Links angegeben zu Franks umfangreichen Skript, das auch mit sehr vielen interessanten Quellen versehen ist. Ich kann das nur empfehlen. Vielen Dank, lieber Frank. Ja, gerne.